Hi mal wieder. Ja, ihr habt schon gemerkt an der aufmerksamkeitshaschenden Überschrift, es steht was Neues an. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie geht es mit dem YouTube-Kanal, wie kann ich das machen, dass das Ding auch weitergeht und dass es nicht irgendwie vor sich hin dümpelt, es kommt mal ein Fahrtechnik-Video hier und da. Ja, und dann bin ich zum Schluss gekommen, Fahrtechnik TV als YouTube-Kanal möchte ich so nicht mehr weitermachen. Ich möchte es breiter öffnen für neue Themen. Ich möchte ein bisschen weg von dem, dass ich jetzt so die einzige Person da bin. Genau, und dann bin ich auf den Schluss gekommen, Fahrtechnik TV bleibt halt die Webseite für das Online-Coaching. Verlinke ich euch nochmal unten, wo man halt Bunnyhop und so weiter in Lernlektionen und in der Lerngruppe, in der Community lernen kann. Und dass dann der YouTube-Kanal in der größeren Version Biken TV heißt. Also einfach das, was mich mein Leben lang irgendwie schon jetzt herumtreibt, das Biken. Früher habe ich gesagt, ich einfach Biken und der Name hat einfach gut gepasst. Steht dafür, wofür meine Leidenschaft brennt und ja, ihr wisst natürlich, ich fahre nicht nur Mountainbike, ich fahre auch Einrad, ich fahre auch normales Fahrrad, ich fahre mit verschiedenen Lenkern, mit dünnen Reifen, dicken Reifen, auf Asphalt. Also will ich auch da die Themen etwas öffnen. Ja, jetzt könnte natürlich sein, dass ihr ein bisschen geschockt seid und sagt, oh mein Gott, was sind das alles für Themen? Ich will natürlich von euch wissen, welche Aspekte vom Biken, Mountainbiken, E-Biken, Radfahren interessieren euch besonders? Wollt ihr mehr Videos sehen, wo vielleicht auch mehr technische Themen vorkommen? Weil ich will ja nicht alles alleine machen. Es gibt ja Themen, bei denen ich mich nicht so auskenne. Da kann ich ja mit anderen auch Videos machen. Wollt ihr Schrauber-Tipps haben? Bike-Hacks? Was sind so Dinge, die ihr gerne in diesem Kanal sehen wollt? Alle, die mir schon länger folgen, die haben vielleicht auch schon mitbekommen, dass da immer so Schwankungen in der Qualität waren. Ab und zu kamen total die High-End-Videos und dann wieder Videos, wo ich nur mit der GoPro irgendwie stand und was erzählt habe oder die GoPro auf die Mauer gelegt habe. Das lag daran, weil ich natürlich mit Sponsoren das Budget hatte, auch mal einen Filmer zu engagieren, den Marvin. Und da haben wir dann zum Beispiel für die Techniker Krankenkasse große Videoserien gemacht, die auch in meinem Kanal dann kamen. Und sonst war ich halt alleine und ich bin in der Regel alleine. Oder Freunde helfen mir, indem sie mal die Kamera halten, das ist auch cool. Jetzt mit der neuen Kamera möchte ich natürlich das noch professioneller machen. Und ihr wisst, ich bin keiner, der um die Welt reist zu geilen Events und so und dann immer euch das berichten kann. Ich will lieber mit viel Fachwissen euch eine Bereicherung bringen und natürlich auch ein bisschen Unterhaltung. Ja, und da ist es gut, mehrere Formate zu haben. Und das kann vom Aufwand sich dann unterscheiden. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte die Themen öffnen. Und möchte mich aber jetzt auch nicht groß verstellen. Ihr wisst, ich bin kein Mechaniker. Deswegen kann ich dann auch da selber nicht so viele Sachen machen. Bis auf die Bike-Hacks, die ich selber nutze. Und genau, ich denke mal, da wird es doch, wenn man sich viel Gedanken macht, viele Ideen geben. Und die Fahrtechnik-Videos bleiben natürlich und werden immer noch viele sein. Weil das natürlich mein Lieblingsthema ist. Und da könnt ihr auch eure Wünsche nochmal schreiben, welche Themen euch da interessieren. Vor allen Dingen, wenn ich auch nochmal Gastfahrer habe, die noch verschiedene Aspekte des Bikens mehr machen, die ich gar nicht selber kann oder gar nicht so mache. Ja, und unter allen, die jetzt in die Kommentare reinschreiben, was sie gern sehen wollen, was für Themen sie interessieren, verlose ich hier das Buch von meinem Kumpel Harald Philipp. Ja, da war ich sehr froh, dass ich mir all seine Vorträge bisher angeguckt habe. Und ich verlinke euch mal seine Termine für die aktuelle Vortragsreihe und ich kann es extrem empfehlen. Und das Buch ist auch super schön, super Fotos. Ja, und das wird dann ausgelost an alle, die jetzt ihren Kommentar drunter schreiben. Genau. Und da werdet ihr merken, kommen auch noch einige Gewinnspiele. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen. Ihr müsst jetzt erstmal damit klarkommen, dass jetzt Fahrtechnik TV zu Biken TV wird. Ich hoffe, ihr mögt es. Ihr habt auch Bock auf mehr Content, regelmäßigen Content und mit auch mehr Gästen. Genau. Dann bedanke ich mich an eure Aufmerksamkeit bisher und hoffe, dass die ganze Sache noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ich denke mal, ich habe durch meine Erfahrungen und mein Wissen viel weiterzugeben. Und ja, dann sieht man sich bestimmt mal. Bis zum nächsten Video.